Ja, hallo, hi, ich bin der Nico. Also ich bin heute hier, weil ich finde es traurig, wie die Grundrechte ausgehebelt werden aufgrund eben diesem meiner Meinung nach Corona-Theater. Und ja, deswegen bin ich heute da und ich denke, es sollten viel mehr Menschen auch kommen und Präsenz zeigen, dass man die Dinge auch hinterfragt und eben nicht alles glaubt, wie es in unserer Mainstream-Media gezeigt wird. Wieso kommen wir da an? Ich habe ja gesehen mittlerweile, dass die Leute nicht sterben wie Fliegen. Mit ganzen Dörfern ausgestorben. Und wir können jetzt mit dem ganzen Lockdown wahnsinnig hören. Ja! Ich könnte noch so vieles sagen, aber ich denke, das ist fast so. Voll! Und was haltest du so davon, wie das so ein bisschen die Gesellschaft, dein Umfeld und auch die Regierung mit diesen ja, Veranstaltungen, kann man es ja nicht nennen, aber mit diesen Mahnwachen umgeht, mit Leuten, die halt da anstehen und sagen, ja, Freiheit ist mir wichtig. Ja, das finde ich schade, sogar extrem schade. Ich kann es nicht mit Wort fassen, weil man darf sich ja mittlerweile Haar frisieren, Nägel machen, aber seine Meinung darf man nicht kundtun und das kann es nicht in einer Demokratie. Ich komme hier an, jetzt jeden Samstag für die Leute, die mir geschrieben haben, sich nicht getrauen, hierher zu kommen. Die Polizei war die letzte Zeit sehr brutal gewesen, hat die Leute am Boden abgedruckt, hat die Leute aus den Massen rausgezogen. Und ich verstehe es, wenn die Leute Angst haben, aber ich finde es wichtig, trotzdem hierher zu kommen. Und es ist wichtig, dass wir für unsere Freiheit anstehen und in der Stimme geben, dass wir unsere Grundrechte wollen und unsere Menschenrechte. Die Restriktionen, die unsere Regierung hier erzählt, was da alles rauskommt, widerspricht eigentlich dem von dieser Pandemie. Ich sage einfach, Grippe ist viel schlimmer als die Corona-Pandemie. Also wenn man untersuchen würde, dann würden wahrscheinlich mehr als 2 Drittel der Bevölkerung Grippevirus in sich haben. Aber die meisten bricht sie nicht aus, weil sie nicht krank werden, weil sie ein Immunsystem haben. Unsere offiziellen Medien erzählen einfach Chaos. Einmal so, einmal so, dann wird es so. Und das ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Und da sind sie natürlich ganz selber schuld. Wenn sie natürlich die anderen nicht mehr reden lassen, dann ist es umso mehr Verschwörungstheorie. Ich bin dafür da, wir haben das Recht dazu. Wir haben keine Mundschutzpflicht. Das nützt nichts, das hat uns auch selber gesagt. Für unsere Rechte bin ich da. Wir haben das Land aufgebaut, wir wählen. Wir haben Demokratie. Und wenn die Demokratie nicht gelebt wird, dann wird es eine Diktatur. Ja. Eine Diktatur ist einfach schleichend kommt sie und aufpassen nicht. Es ist Zeit zum Aufpassen und zum Aufwachen. Ja, es ist wirklich Zeit zum Aufwachen. Wir haben 4 Kinder und ich bin auch vor allem da für unsere Kinder und Kindeskinder. Es kann nicht sein, dass wir eigentlich in einer freien Demokratie leben sollten und eigentlich uns in einer Volksrepublik befinden. Und ja. Ich möchte einfach, dass unser freier Wille uns bleibt und dass wir hier in der Schweiz in Freiheit und Unabhängigkeit leben und freie Entscheidungen treffen. Gerade auch hinsichtlich irgendwelchen Mikrochips, die uns vielleicht auch mal implantiert werden oder eben Zwangsimpfungen. Und das geht gar nicht. Und da muss ich und will ich mich für den Nachwuchs auch einsetzen. Also ich bin einfach da, weil das Notrecht immer noch nicht abgeschafft ist und weil mich die ganzen Massnahmen vom Bundesrat völlig überzogen und unverhältnismäßig drückt. Ich möchte einfach wieder zurück, aber jetzt redet ihr schon so von einer neuen Normalität und irgendwie geht es einfach für mich nicht aus. Mhm. Genau. Ja, danke vielmals. Voll. Ja, ich sehe es etwa ähnlich wie die Damen. Ich hätte es vielleicht am Anfang noch können begreifen. In der Unwissenheit hat man panisch reagiert. Man weiss aber spätestens, seit eigentlich Ende
März, dass das die ganze Corona-Sache eigentlich nicht mehr als ein warmes Lüftchen ist. Und dass wir jetzt das immer noch durchziehen, die Massnahmen, die wir jetzt getroffen haben, sind natürlich völlig unverhältnismäßig, mit extremen Auswirkungen wirtschaftlicher Art, die man jetzt erst zum Teil sieht. Es geht erst gerade noch weiter, oder natürlich, zum Beispiel Restaurant mit halber Besetzung, da werden die viele noch drauf gehen. Bei anderen wird es genauso sein. Und dann gibt es auch extreme menschliche Probleme natürlich durch das. Ich habe selber zwei Kinder, die sind lange jetzt auch daheim gewesen, die können auch wieder in die Schule. Aber mit alten Leuten, die immer noch gefangen sind, oder mit Leuten mit psychischen Problemen, die sich vielleicht umgebracht haben. Also der menschliche Zoll, wo das Ganze mit sich bringt, möchte ich dann auch mal wissen. Also ich erhoffe mir, dass wir das Ganze mal wirklich seriös aufschaffen. Die ganze Zahlenbasis und alles, was wirklich zusammenhängt, und dass das Licht gebracht wird und dass die sieben Nasen in Bern müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die haben das in eigener Regie eigentlich durchgezogen und machen es immer noch. Das ist einmalig in der Geschichte der Schweiz jetzt bis jetzt. Ja, ich finde es extrem wichtig, hier Präsenz zu zeigen, weil es geht um unsere Grundrechte. Und da ist es völlig egal, welcher Couleur man angehört. Die Grundrechte gelten eben immer alle. Und wenn jetzt Notrecht in Grundrecht überführt werden soll, dann ist das eine Katastrophe. Und die Schweiz als eines der wenigen wirklich demokratischen Länder, wenn man so will, verliert dann einfach vieles von seiner Freiheit. Und deswegen bin ich hier. Mal da nochmal schnell so einen Rundumschwung. Ehrlich informiert, dass man weggeht von dieser Panik machen und Angst machen. Ich bin dafür, dass die Menschen wach sind und gewisse Sachen hinterfragen und nicht einfach alles als wahr annehmen, was man ihnen von einer Obrigkeit vorgesetzt bekommt. Und darum bin ich da. Ich gehe nirgends her, wo man die Maskenpflicht tragen muss. Ich trage keine Maske, wird sie ja nie machen. Ich verzichte lieber auf Sachen und trage keine Maske. Es ist mir sehr unangenehm, die Enge zu fühlen. Und ich bin für Freiheit und darum lebe ich auch in der Schweiz. Und ich bin dafür, dass wir die wirklich verteidigen und für die unterstützen. Verhältnismäßig die ganzen Massnahmen, auch die ganzen Massnahmen, die wir jetzt trotz der Lockerungen immer noch haben, die sind nicht verhältnismäßig, die entsprechen auch nicht unserer Verfassung. Und ich finde, es ist einfach wichtig, für unsere Normalität einzustehen, dass unsere zukünftige Generation in einer normalen Welt und einer freien Welt aufwachsen. Erstens einmal bin ich, wie es heisst in der Bundesverfassung, dass Eigenverantwortung vor Solidarität kommt. Das heisst, es darf gar keinen Solidaritätszwang kann es überhaupt nicht geben,
bisschen solidarisch ist man immer freiwillig oder aus Einsicht. Oder wenn man sieht, da ist eine Not, dann hilft man. Das ist meine Auffassung. Und ich meine, es hat keine Macht der Welt, hat das Recht, uns Grundrecht wegzunehmen, Freiheitsrecht, Integritätsrecht und so weiter. Das ist überhaupt von einer weltlichen Macht nicht aussetzbar. Das ist ganz unmöglich. Das ist so universell. Das gilt für die ganze Welt und für jeden. Das ist meine Auffassung und darum bin ich jetzt hier gestanden. Aus dem Grund will ich zeigen, wie es der Alain Gagneux so schön sagt, auf Recht stehen, damit man eben fürs Recht wieder so kann zeigen, dass das immer noch Gültigkeit hat. Und ich habe mich auch in keine Kategorie teilen. Ich wäre zu einer furchtbaren Risikogruppe gekommen, aber ich werke. Ich bin weder am Pillentropf, noch ich bin irgend sonst an einem Tropf, wie ältere Menschen oft sind. Und ich lebe einfach so, wie ich immer gelebt habe. Und ich weiss auch, dass ich gesund bin. Dass ich auch ganz sicher niemand anstecke. Das ist mir völlig klar. Und auch mich wird eben niemand anstecken, weil ich weiss, wenn es nötig ist für mein Schicksal und für meine Biografie, dann passiert oder es passiert eben nicht. Und wenn es passiert, dann gibt mir das einen Anstoß zum Denken, zum Überlegen, was habe ich vielleicht bis jetzt nicht ganz richtig gemacht, was war falsch in meinem Lebensstil, in meinen Gedanken, in meinen Empfindungen und in meinen Taten. Das ist eigentlich, was ich Ihnen gerne weitergebe. Also ich sage einfach, das Problem ist einfach, dass viele Leute immer noch denken, dass ja, die Pandemie ist einfach, ja, jetzt wird ja alles gelockert, ich kann es auf die leichte Schulter nehmen. Es ist einfach, kann ich. Ich meine, eine Lockerung tust du in einer Gefängnisanstalt machen, wo du tust, die Leute das Gefängnismass wieder überziehen. Und das ist ja auch, wie man sieht, auch nicht verhältnismäßig. Ich meine, wenn du die Zahlen anschaust, vor dem Lockdown und nach dem Lockdown, und dass jetzt sogar der Koch nicht mehr weiss, dass wieso die Zahlen sind, obwohl die Lockerungen da sind. Das ist. Ich meine, sorry, aber das sagt schon alles. Also, so ein Grippe ist Gott immer gegen April, Mai weg. Das ist bis jetzt jahrelang nicht mehr so. Ich weiß nicht, was wir jetzt jedes Mal so ein Tamtam daraus machen, nur weil alle das machen. Ja, das nur wenn es alle machen, heisst nicht, dass es auch wirklich stimmt. Ich meine, ist es denn so schwer, mal selber aus der Komfortzone rauszukommen und dann nachher sagen, ja, okay, stimmt das überhaupt, was sie sagen? Macht das überhaupt Sinn, was sie mir erzählen in den Medien und alles? Und wieso erzählen die wirklich immer genau das Gleiche oder wieso werden Videos gelöscht, die eine andere Meinung haben? Und das ist einfach für mich, deutet da einfach auf, wie sagt man, Diktatur kann man nicht sagen, aber auf einfach eine Meinungsreduzierung, wo dass du einfach, entweder machst du das, was der Staat sagt, oder sonst bist du einfach ruhig oder wirst du angezeigt. Das ist das Ganze, was ich muss sagen. So schnell zusammengefasst. Ja, super, super, danke vielmals. Hättet keine Angst und kommen alle auf die Straße, zeigen Gesicht. Sonst funktioniert das nicht. Sonst machen sie mit uns, was sie wollen. Also ich komme hierher, um für unsere Rechte zu kämpfen, um zu zeigen, dass es so nicht geht. Wir sind von Anfang an angelogen worden. Und ich vermute, dass das gesteuert ist von den Reichsten, von den Reichen. Und unter anderem auch der Bill Gates. Wir müssen übrigens auch, dass die ganze Welt sich impft mit seinen Impfstofffabriken. Aber der Hintergrund ist eigentlich, dass er sich als Herrgott fühlt und die Welt will regulieren. Und so Zeugs muss ich überhaupt nicht haben. Unsere Väter und Grossväter haben gekämpft für ein kleines Land. Wir haben es sehr gut in der Schweiz. Und das soll auch so bleiben. Und was mich am meisten gestört hat, ist, dass von Anfang an der Bundesrat einfach auf Knopfdruck gesagt hat, es ist eine Pandemie. Wir müssen alles abriegeln. Und dann hat man all die Namen festgestellt, dass es alles erschunken und erlogen worden ist. Darum stehe ich da. Und ich stehe so lange da, bis wir unsere Rechte wieder haben. Ich bin abgestempelt worden als Risikogruppe, oder? Aber im weiten Umfeld findet man keinen, der so gutes Immunsystem hat wie ich. Ich bin immerhin 70 geworden.
Ich arbeite noch, was die 20-Jährigen mögen, da habe ich keine Sorgen. Weil ich aber arbeiten durfte, bin ich nicht mehr Risikogruppe. Ja, bin ich jetzt oder bin ich jetzt nicht? Das stimmt doch alles zum Himmel. Was ich da wichtig finde, ich bin in einem freien Land auf der Welt und ich will auch, dass noch weiterhin so bleibt. Ich habe Grundrechte und meine Fürstretten werden vom Bundesrat. Unsere Politikerfolksvertreter haben sich für dynamisiert. Ich sehe nicht mehr, ich finde das geschäbig, was hier abgeht. Und ich tue einfach einstehen für meine Grundrechte und für meine körperliche Unversehrtheit. Und da bin ich da und ich denke, das Recht hat jeder, der hier ist, für das einzustehen. Weil ich denke, wir haben alle geschaffen dafür. Wir haben das Recht dazu, als freie Schweizer auf dem Platz zu stehen und für sich selber einstehen für die Familie, die wir haben. So. Ja, das ist mir sehr wichtig, weil es ist einfach alles, was wir jetzt in den vergangenen Zeiten gehört haben, da merkt man einfach, dass ganze Haufen Sachen nicht stimmt. Egal, was jetzt da jeder Mensch denkt, da stimmt so vieles nicht. Und man nimmt uns auch unsere Grundrechte. Und das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir wirklich anstehen. Es braucht ein bisschen Mut, das macht man nicht gerne. Wir stehen nicht gerne da an. Das sind nicht lässige Gefühle, das sind eigentlich ungute Gefühle. Da ist eine Polizeimacht dahinter. Das macht keine Freude. Und gleich ist es eine Pflicht auch, und es gehört auch der Mut dazu, dass man genau jetzt hier ansteht. Und ich kann nur jeden Menschen begrüßen, der das hier in diesem Sinn macht. Und ich bin sehr dankbar dafür. Merci vielmals. Wunderbar, danke vielmals. Egal, was es immer geht. Wunderbar. Ups. Da ist eine Schweizer Fahne. Ja, voll. Zeig mal an, die Schweizer Fahne. Also mein Anliegen ist eigentlich ganz bestimmt. Ich finde, es gibt ganz viele Themen, wo man sich dafür engagieren oder stark machen oder sich interessieren. Was ich eigentlich schade finde, ist, ich bin in ganz verschiedenen Blogs unterwegs und mich austauschen mit ganz vielen Gruppen. Und da wird sehr viel diskutiert und alle wollen eigentlich etwas machen und sind nicht zufrieden. Und trotzdem sind sie nicht da. Und das frage ich mich jetzt eigentlich, warum sind so wenig Leute? Das finde ich schade. Ja, wir sind jetzt jedes Wochenende da gewesen, wir bleiben dabei und machen das weiter. Und ja, wir denken jedes Mal, das nächste Mal sind noch mehr da, und aber ja, sind wir immer noch nicht genug. Also, das ist noch schade. Ich denke, es gibt genug Themen, wo man etwas dazu sagen kann, oder wo man sich einstehen könnte. Also Themen hat es genug zu sich, um hier hinzukommen. Schön, dass es mehr Leute gibt. Demokratie. Und was hier momentan passiert, entzieht jeder Logik, wie auch jede medizinische Nachfrage. Also ich sehe mich da nur in meiner Freiheit und in meiner Persönlichkeit nur eingeschränkt. Ich bin jetzt hier zum dritten Mal und ich werde auch weiterkommen. Das ist meine Meinung. Ich bin weder rechts noch links. Ich bin ein ganz normaler Bürger, da bin ich nicht. Und ich stehe für meine Rechte und meine Freiheit hier. Und deswegen bin ich hier. Sehr gerne. Aber warte, ich muss schnell, wir müssen uns umdrehen wegen der Sonne, weil sonst sieht man nur spontan. Schatten. Einfach spontan, was, genau. Was du möchtest sagen. Genau. Ich möchte eigentlich die Leute aus der Wache rütteln. Erstens einmal die älteren Leute, die in Altersheimen sind, die, wenn man so auf Besuch ausgestellt sind, wie hier im Zoo. Weil das sind Menschen und kein Tier. Das Zweite ist, Familien sollten sich Gedanken machen.
Wir haben die Wirtschaft runtergefahren, viele Arbeitslose. Ich habe selber einen Sohn, der nächstes Jahr eine Lehrstelle haben muss. Ich wollte eine Lehrstelle finden, wenn es so viele Arbeitslose hat. Die Frage sollte sich stellen. Ja, das wäre es eigentlich zu diesen zwei Punkten, die ich etwas sagen wollte. Voll. Ich bin der Joel. Ich bin hier in der Schweiz wohnhaft. Ja, und zahle Steuern und frage mich, wo unsere Steuern hinfließen. Ich frage mich, was ist mit unserer Meinungsfreiheit? Ich habe eine Tochter und ich setze mich hier ein, weil ich möchte, dass sie Zukunft hat. Und ich finde, wenn alle eine freie Meinungsäußerung, ein Recht auf Meinungsäußerung und Meinungsrecht. Und sie sperren alles ab, hier überall. Also, wir haben eigentlich gar nicht mehr Platz, um uns zu versammeln. Und ich finde, das ist ein schöner Tag, um Solidarität zu zeigen. Gerade auch für die Leute, die es heute getroffen haben durch den Lockdown. Ich weiss nicht, warum haben wir einen Lockdown. Es wird absolut unsachlich kommuniziert, finde ich. Für das, dass wir Steuern zahlen beim SRF, mit unseren Serafe-Beilagen. Ja, sollten wir doch eine unabhängige Berichterstattung geniessen. Und das ist meiner Meinung nach genau das Problem. Wir haben einen Journalismus, der uns als Volk eigentlich dient, als Polizei, die ein Schutz sein sollte. Und der wird immer mehr ausgehebelt. Ich mache mir Sorgen um unsere Grundrechte. Julian Assange, der Edward Snowden, das sind ganz klare Leute, die ein Wissen haben. Dass wir hören einfach mehr auf die Akademiker, finde ich. Und durch ganz andere Kreise ausschliessen, die auch ganz klare, interessante Informationen haben. Und es wäre mit denen in einem interessanten Dialog zusammenzureden. Offenes Gespräch in der Bevölkerung, das wäre eigentlich schön, wenn wir das könnte führen. Sachlich können sie über den Lockdown und über das reden, wieso unsere Grundgesetze auf einmal nicht mehr gelten. Vielen Dank. Super, danke vielmals. Möchtest du auch etwas sagen? Ja. Ich finde, dass es ist auch sehr wichtig, die seelische Entwicklung. Und diese Sachen sollten uns erinnern, dass wir sollten weitergehen, ja, und uns als Seele entwickeln. Hare Krishna.